Heute gucken wir uns mal wieder Müll an. Denn das hier ist ein Spa für eure Augen. Also anders. Wisst ihr, es gibt Dinge auf dieser Welt, die helfen einem wirklich ganz konkret. Also ganz konkret. Eine Brille hilft zum Beispiel instant dabei, wieder gucken zu können. Eine Folie oder Hülle für ein Handy verhindert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kratzer oder Brüche. Das Öffnen eines Fensters nach dem Furzen hilft dabei, schnell den Gestank loszuwerden. Und Lüften bzw. Gras anfassen würde generell vielen Leuten im Internet dabei helfen, mal klarzukommen. Dann gibt es auf dieser Welt aber wieder Dinge, die unglaublich viel versprechen bzw. eher suggerieren und unglaublich viel Geld kosten und in unglaublich großer Anzahl vorhanden sind, aber unterm Strich in den allermeisten Fällen aber nur dumme Scheiße sind, wie Kosmetika zum Beispiel. Damit ist nicht nur ein verschmierter Lippenstift von eurem letzten Rollenspiel im Dunkeln gemeint. Dazu zählen auch Mittel, die dabei helfen, dass ihr nicht mehr so ekelhaft stinkt. Dinge zum Entfernen von Hautunreinheiten, Anti-Aging-Gedöns, ja sogar Wellness- bzw. Massageprodukte, aka Ganzheit-Kosmetik. Natürlich gibt es auch hier wie bei jedem anderen Thema gute bzw. ernst gemeinte Ausnahmen, aber das sind eben die, die nicht so laut und bunt sind, wie der allermeiste unnötige Rest. Und da Kosmetika beispielsweise unter anderem keine Arzneimittel oder ähnliches sind, müssen entsprechende Produkte nicht zugelassen werden. Vermeintliche Studiendaten zu irgendwelchen nicht ausgesprochenen, aber suggerierten Versprechen müssen nicht veröffentlicht werden, aber es darf so viel Geld wie nur geht verlangt werden. Ich meine, allein Amazon zeigt beim Suchbegriff Anti-Aging-Creme über 3000 Suchbegriffe. Dass bei dieser schier endlosen Menge an irgendwelchen Produkten etwas ganz gewaltig nicht stimmen kann, das scheint den allermeisten egal zu sein, oder? Und genau deswegen gibt es immer noch, oder eher immer mehr, Hersteller, die auf den Biohacking-Selbstoptimierungszug für Arme aufspringen, um noch mehr Hoffnung zu machen auf unerfüllbare Träume aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen. Ich meine, guckt euch die Umsätze allein in Deutschland für Kosmetik und Pflegeprodukte an. So viel Geld wie noch nie geht dabei drauf. Und ihr seht immer noch alle scheiße aus, beziehungsweise stinkt schon morgens auf dem Weg zur Arbeit so heftig, als hättet ihr 2 Wochen lang euch nicht mal in der Nähe von ein Stück Seife aufgehalten. Wann ist bei den meisten schon an der Basic-Pflege scheitert, aber Hauptsache, der Pickel da oben ist weg, aber stinken wie nix. Deswegen gucken wir uns heute sozusagen die Summe aus all diesen fancyen Dingen hier an, die es ja schon seit 800 Jahren auf AliExpress, Temu, Wish und Co. zu kaufen gibt. Also sowas wie wiederverwendbare Augenpads oder Augenmassagegeräte und Augendampfgarer, um Augen zu reparieren? What the fuck? Naja, und dieser erzeugte Bastard daraus hört auf den Namen Icebar von Highseer. Und wollt ihr wissen, wofür die bekannt sind? Für eine hübsche Version von diesen beschissenen Nackenlüftern. Wahlweise auch ein etwas fetter und mit Loser-Kopfband. Naja, und das Icebar von denen ist, nennen wir es mal, ein Gerät für die Augen. Dass die Glubschaleien nicht nur mit Impulsen wie bei einer echten Massage massieren soll. Es soll auch warmen oder kalten Dunst in eure Augen dampfen können, damit zum Beispiel Augenringe oder Tränensäcke wie mit Photoshop, wie von Zauberhand verschwinden. Gott, wenn das alles so einfach wäre, dann sehen wir alle auf der Welt schon ganz anders aus, dass diese Scheißprodukte uns immer und immer wieder weiß machen. Wollen. Die Temperaturen ragen dabei von 114 Pizzakartons pro Whiskyfass bis runter auf 59 Burger pro Footballfeld. Also 15 bis 45 Grad. Und nirgendwo wird auch nur ansatzweise brauchbar erklärt, wie das alles genau funktionieren soll. Aber müssen sie auch nicht. Gute Marketing-Buzzwords reichen ja. Ja, also probieren wir einfach mal selbst herum. Okay, vorne Icebar, oben nix, Seite überall nix, oh, Rückseite. Spa, Massager, that refreshes your eyes. In unterschiedlichen Farben, wobei ich jetzt schon weiß, dass da drin eine ist, die keine von diesen Farben hier entspricht. Mit integriertem Akku, oh fuck, und das direkt vor die Augen schnallen? Eine App? Ah, fuck. Also, wieso sind Anleitungen so ein Kack auch nochmal in einer Exotüte eingepackt? Ja, das. Also, oh, feel the cheapness. USB-C-Kabel, nice. User Manual. Spray Button. Read before use. Please relax and keep your eyes shut during the treatment. Sofort aufhören, falls irgendwas nicht stimmen sollte. Icebar ist medizinisch sinnbefreit. Bla. Using Icebar directly. Gibt's auch indirekt? Gibt's auch eine spätere Nutzung? Ach, kacke. Beauty Mode, Relax Mode, Befeuchtungsmodus und Custom Mode. Also der Schönheitsmodus macht 6 Minuten lang kalten Dunst mit einem soften Vibrationsrhythmus. Und dann gibt's 6 Minuten warme, feuchte Luft mit einem etwas härteren Vibrationsrhythmus, Massagerhythmus. Im Relax-Mode gibt es 12 Minuten lang warmen Dunst mit einem sanften Vibrationsmassagerhythmus. Im Befeuchtungsmodus gibt es 12 Minuten lang kalte Feuchte mit harten Massagerhythmen. Und im Custom-Mode kann man den ganzen Scheiß selber kombinieren. Puh, das alles soll man machen können mit diesem Ding hier. Oh.
Oh Gott, wenn ihr das jetzt fühlen könntet. Aus was für einer Zeitkapsel der stümperhaften Gadgets von vor 20 Jahren hat man das ausgegraben? Also wir haben hier vorne halt so ein Soft-Touch-Plastik mit Eisbar. Und hier Knöpfen. An, aus, heiß oder kalt, beziehungsweise Dampf. Und wenn wir uns mal kurz die Farben angucken, das hier ist tendenziell lila, das hier ist das Lavendel. Ne? Jetzt haben wir hier das Kopfgummiband, auch für Dickköpfe wie mein. Mann, Gott, jeder noch so billige Kackrucksack bei Lidl lässt sich besser einstellen. Dann diese Einfülllasche für Wasser, die, ja, oh, sehr zuverlässig wahrscheinlich das Wasser abhalten wird, falls man sich mal hinlegen möchte, wie auf diesen scheiß Demo-Fotos. Dann kann man hier sehen, wie viel in dem scheiß Tank noch drin ist. Dann haben wir hier diese, so kleine Metallelemente, die entweder dafür sorgen sollen, dass es kühl bleibt, wird oder warm bleibt, beziehungsweise wird. Und irgendwo da drin ist halt nur ein System, das Dampf macht. Wahrscheinlich hinter die... Oh mein Gott. Oh fuck. Das ist alles? Das ist alles, was man kriegt? Mein Gott, jedes Kondom ist dicker als das hier. Diese dünne Schicht kriegt man als Puffer zwischen eurem Kopf, euren Augen und diesem Plastikgehäuse. Das sieht nicht nur unbequem aus, es fühlt sich auch so schon unbequem an. Jedes noch so billige VR- oder AR-Headset hat deutlich schönere bzw. nettere, angenehmere Polster als das Ding hier, was auch noch zum Relaxen da sein soll. Also bisher stellt sich so gar nicht Entspannung bei mir ein. Ist ja wenigstens die App mehr oder weniger geil? Beauty, Relax, Moisturize und Custom Mode. Also genau das, was man auch direkt an dem Ding machen könnte, nur hier eben visuell. Mit großen Patschefinger-Symbolen. Mit den Knöpfen kann man also die Modi nur an- oder ausmachen, aber immerhin im Custom-Mode kann man ein bisschen mehr einstellen. Was soll's. Also ich will ehrlich sein, mir ist echt unwohl dabei, mir so einen Teil vor die Augen zu schneiden, aber alles für die YouTube-Wissenschaft. Jetzt mal im Ernst, wisst ihr, wie unbequem dieses Ding hier ist? Allein dieser Radius, diese Rundung passt bei mir nicht. Es drückt an den Schläfen wie nichts, es drückt hier oben Richtung Nase bzw. Stirn, es drückt auf den Nasenhöcker, es drückt an den Wangenknochen. Dieses Gummi, das sie dabei gepackt haben, ist sowas von unnötig. Man könnte sich das auch einfach so ein Stück Plastik ins Gesicht kleben und fertig. Allein deswegen kann man es unter dem Gesichtspunkt Entspannung nicht mal nur eine Minute im Gesicht aushalten. Naja, wenn wir es jetzt benutzen wollen, muss ein bisschen Wasser rein. Auf. Müssen wir reinfüllen. So. Also fangen wir doch an mit dem Moisturize Mode. Okay, es dampft auf jeden Fall. Ich setze mal auf. Dass es überhaupt dampft, wundert mich. Wow. Okay. Oh. Es kommt zu den Schmerzen am Kopf, auch noch zu Schmerzen in den Augen. Man soll auf jeden Fall die Augen geschlossen halten. Also neben der Tatsache, dass es echt wehtut, gerade auf meiner Nase und sonst überall eigentlich auch im Gesicht, sind meine Augen sehr... Also es fühlt sich so an, als ob jemand vor euch sitzen und die ganze Zeit in euer Gesicht pusten würde. Und es ist so ein bisschen wie bei Tönen, glaube ich. Wenn man einen schrillen, scharfen Ton hört, findet man das irgendwie unangenehm. Und das hier fühlt sich an wie ein schriller, scharfer Ton in den Augen. Als ob jemand mit so einem kleinen Schlauch vor euren Augen sitzen und so ganz, ganz kalte, klirrend kalte Luft in eure Augen drücken würde. Wow, ist das unangenehm. Also ich fange jetzt ganz unbewusst schon an, meine Augen zusammenzukneifen. Und denke mir dann nur, ach du Scheiße, wer macht denn... Ach, ist das... Oh Gott... Na, ich weiß ja nicht. Also wie man sehen kann, es ist echt nass. Es kommt also immerhin etwas raus, aber dieser Moisturize-Befeuchtungs-Bedampfungsmodus, das Dampfbad für die Augen, wäre jetzt bei mir durchgefallen. Was haben wir noch? Beauty-Mode. Lass ihn mir mal schön werden. Oh, ist das einfach alles unangenehm. Oh Gott, bin ich schon schön? Natürlich würde man jetzt nicht nach ein paar Minuten irgendein Ergebnis sehen, falls es tatsächlich irgendwas taugen sollte. Also wenn ich es vielleicht in etwa vergleichen könnte, fühlt sich das so ein bisschen an wie Augenlaser-OP. Und bei so einem Lasergerät für die Augen weiß man natürlich, dass das schon was passiert. Aber bei diesem Ding wird sehr wahrscheinlich nichts passieren. Relax-Mode. Gib mir die relaxende Kraft. Also man hört jetzt immer so einen Furzen. Ich merke, dass es langsam warm wird um die Augen herum. Was für eine dumme Scheiße. Ich komme damit nicht klar. Wie kann man so eine Kacke verkaufen, wenn diese komischen pulsierenden Massagedinger ungefähr überhaupt nicht massieren, sondern die ganze Zeit immer nur so ein bisschen warme Luft in Richtung Augen pusten. Da wird nichts massiert. Gar nichts. Nicht mal nur ansatzweise. Das hier ist einfach nur ein bisschen...
Ich muss all die anderen verschissenen Modi gar nicht ausprobieren, weil wisst ihr, was das hier ist? Ihr könnt euch genauso gut gegenübersetzen und euch gegenseitig die ganze Zeit ins Gesicht pusten. Und je nachdem, wie viele gefressen habt oder nicht, ist es feuchter oder nicht so feucht. Je nachdem, wie viele gesoffen habt oder nicht, ist es trockener oder nicht so trocken. Und das ist genau der gleiche Effekt und genau das gleiche Gefühl wie diese Kacke. Kacke. Aber was ist in so einem Ding eigentlich drin? Lass mal reingucken. Aha. Okay. Also meine Ahnung in der Hinsicht ist so auf Pre-Alpha-Level. Aber das, was ich da alles sehe, sieht jetzt nicht so nach Hightech aus. Für das, was es kostet zumindest. Und irgendwie hatte ich wenigstens so eine Art Peltier-Elemente erwartet. Aber das sind doch, sind das nicht einfach nur so Heizplatten auf Metall? Ah, es wird genug Experten unter euch geben, die es besser wissen werden. Und das meine ich wirklich in positiver Hinsicht. Und was lernen wir daraus? Auch das Eisbar reiht sich brav zwischen all die andere Scheiße ein, die euch jeden Tag aufs Neue eintrichtern will, dass ihr nur genug Geld braucht, um auch schön zu sein. Am Ende schafft ihr aber, wenn es um Schönheit geht, nachgewiesen schon den größten Teil, indem ihr ganz einfache Dinge beachtet. Nicht ständig saufen, rauchen und normal schlafen. Dann noch Sonnencreme im Alltag und schwupps, ihr werdet euch wundern, was das für tatsächliche Wunder bewirken kann. Denn das da bewirkt nur Wunder auf den Konten von diesen Opfern.